In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man einen Voice-over-IP-Account in einem Android-Smartphone einbindet. Ich benutze den Anbieter VoIP2GSM und den werde ich hier auch einbinden. Ich bin jetzt hier schon im Google Play Store, klicke jetzt auf die Suche und suche nach dem, was hier oben steht, nämlich nach Zolper. Das bestätige ich jetzt hier und dann sehe ich schon, was es dort gibt. Und wir nehmen das erste Ergebnis, das SIP Voice-over-IP-Softphone, klicken hier auf Installieren. Bestätigen die ganze Rechte, die er haben will. Der braucht einige Rechte, aber die braucht er schlicht und ergreifend, weil er es halt braucht, weil er halt zum Beispiel Kontaktzugriff braucht. Und wenn es dann so langsam installiert ist, können wir es auch öffnen. Da der nächste Dialog hier kann ich gerade abbrechen. Jetzt sehe ich hier oben nicht angemeldet. Klar, ich habe noch keinen Account hinzugefügt. Dann gehe ich hier auf Einstellungen, gehe auf Konten, Konto hinzufügen. Und hier steht jetzt, ob man schon einen Account hat. Und normalerweise hat man einen, deshalb ja. Jetzt kann ich hier Select a Provider auswählen, nämlich VoIP2GSM ist hier schon in der Providerliste. Den kann ich dann hier unten auswählen, VoIP2GSM. Und jetzt werde ich nach Benutzername und Passwort gefragt. Die bekomme ich im Webinterface von VoIP2GSM angezeigt. Dazu muss ich mich bei VoIP2GSM anmelden und dort sehe ich dann diese Daten. Also meine SIP-ID beginnt mit 53, also es ist bei mir eine Nummer mit einem Punkt zwischendrin, die blende ich jetzt hier mal aus, dass ihr hier nicht auf meine kostenlustige 090er Nummern anruft. Und das Passwort sehe ich auch online im Klartext stehen. So, und das war's auch schon, einfach auf Speichern drücken und schon ist der Account bereit. Und ich kann jetzt hier in meine Kontakte gehen, sehe meine ganzen Kontakte, die ich direkt anrufen kann, kann die Anrufliste hier benutzen. Das ist die gleiche, die auch Android eben hat. Und ich habe nochmal einen ganz normalen Dialer, so wie man es halt kennt. Wem das aber noch zu wenig ist, also wer nur mit seinem SIP-Anbieter telefonieren möchte, der geht hier oben auf Einstellungen, auf Erweitert. Und hier gibt es noch die Option Dialer Integration. Sobald die aktiviert wird, dann ist auch der Android-Dialer quasi ersetzt. Also man kann zwar noch den aufrufen, aber sobald man dort auf Wählen geht, wird eben Zolper aufgerufen und Zolper wählt dann.